Grüß Gott und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe rund um die Umstellung zum biologischen Landbau. Wie im zweiten Video schon versprochen, schauen wir uns heute mal das ganze Thema Biokontrolle ein bisschen genauer an. Hierzu haben wir Lucy Albrecht bei uns, sie ist schon seit ein paar Jahren Biokontrolleurin und sie gibt uns ein paar Einblicke, wie so Biokontrolle abläuft, gerade bei Erstkontrollen und natürlich auch wertvolle Tipps und Tricks für euch, wenn ihr überlegt, euren Betrieb umzustellen, dass ihr gleich alles wisst, was ihr beachten müsst. Schön, dass du da bist, Lucy. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, Lucy, wenn jetzt einer sich entschlossen hat, seinen Betrieb umzustellen, ist das Erste, was er macht, er füllt ja einen Kontrollvertrag aus und schickt ihn an die jeweilige Kontrollstelle. Wie geht es dann weiter? Welche Informationen bekommt der Betrieb vor der allerersten Kontrolle? Normalerweise mache ich einen Termin telefonisch mit dem Betriebsleiter aus. Da kann man dann im Gespräch die Terminfindung besprechen. Ich schaue mir vorher den Betrieb grob an, wie viel Fläche ist es auch. Ist auch Tierhaltung dabei, damit man einen groben Zeitansatz quasi einplanen kann und im Gespräch können wir weitere Fragen besprechen. Und wo bekommt der Betriebsleiter dann die ganzen Informationen her, was er für die Kontrolle alles wissen muss, was er meinetwegen vorbereiten muss? Ich mache den telefonisch aus und dann kriegt er von mir eine Terminbestätigung per E-Mail. Da ist der Link zum Kundenportal angelegt und eine Checkliste über alle Dokumente, die vorbereitet werden müssen. Und genau, ansonsten stehe ich für Fragen immer offen. Der Termin ist jetzt ausgemacht und jetzt fährst du quasi auf den Betrieb. Wie geht es jetzt dann weiter? Also die Kontrolle ist immer in drei Teile aufgeteilt. Im Prinzip starten wir mit der Betriebsbeschreibung. Da ist die Unternehmensstruktur hinterlegt. Da gibt es Maßnahmen zur Vorbeugung von Vermischung und Vertauschung. Da ist hinterlegt, wie sind ungefähr die Ertragszahlen. Also im Prinzip eine große Beschreibung des Betriebs, die geht man zusammen durch. Mhm. Und da sind auch die Eckpfeiler, würde man sagen, der Büroarbeit, die ich dann kontrolliere. Dazu gehört Flächennutzungsnachweis, der ist ganz entscheidend bei der Erstkontrolle. Und im Prinzip bei der Erstkontrolle haben wir gar nicht mehr so wahnsinnig viele Dokumente zum Kontrollieren, weil der Betrieb startet ja erst mit der Bioproduktion. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste? Also wir haben ja gesagt, der Betrieb bekommt einen ganzen Haufen Infos, was er vorzubereiten hat. Was ist da das Wichtigste, was auf alle Fälle gemacht sein muss? Gut ist natürlich, wenn man sich einfach zwei Ordner anlegt, einen mit Verträgen, mit Verpflichtungserklärungen, aber das sind alles so Sachen, die erst im Laufe der Zeit dazukommen. Also im Prinzip meine Dokumente, die dauerhaft da sind, die ich für die Kontrolle brauche. Und dann natürlich, wenn der Betrieb nicht buchführungspflichtig ist, dann einfach alle Zu- und Verkäufe in einen anderen Ordner. Gut ist auch, wenn man seine Passwörter bereit hat für die HIT-Datenbank, fürs IBALIS, dann kann der Kontrolleur mit dem Betrieb zusammen auch diese Dokumente im Internet finden und einfach vor Ort anschauen. Das war jetzt wahrscheinlich dann der erste Schritt. Wie du hast gesagt, wir haben drei Schritte. Erster Schritt, die ganze Büroarbeit, Schlagliste, Flächennutzungsnachweis. Wie geht es dann weiter bei der Kontrolle? Danach, wenn man quasi die Seite im Büro abgehakt hat, macht man einen Hofrundgang. Also man schaut sich alle Flächen an, schaut sich an, was sind da die Risikofaktoren, geht durch den Stall, wenn es Tierhaltung gibt, schaut sich quasi die Betriebsgebäude an, was ist noch an Düngemitteln da, was ist eventuell noch an Pflanzenschutzmitteln da, was für Futtermittel gibt es, genau, und wie schaut der Betrieb aus, wo sind die Knackpunkte und wo ist es vielleicht sogar schon so konform, dass es halt passt. Also es gibt manchmal kleinere Abweichungen, wie du jetzt gesagt hast, du kommst zur Erstkontrolle, jetzt steht dann noch ein Kanister Pflanzenschutzmittel. Was passiert dann in dem Fall? Fliegt der komplett wieder raus? Darf der nicht auf Bio umstellen oder wie geht ihr bei der Kontrollstelle dann vor? Wenn Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel noch da sind, die der Verordnung nicht entsprechen, geht es einfach darum, dass man diese entsorgt und einen Beleg vorweist. Und den muss man dann der Kontrollstelle wahrscheinlich einfach per E-Mail schicken und dann hat sich das erledigt. Genau. Du hast es gesagt, ihr schaut Flächen an. Ich meine, Äckern, die frisch umgestellt sind oder noch vor der Umstellung stehen, sieht man ja jetzt in der Regel noch nicht ganz so viel. Auf was achtest du jetzt bei der Erstkontrolle, wenn ihr die Flächen anschaut? Genau, also wir schauen uns die Risikofaktoren an. Ist zum Beispiel ein konventioneller Kartoffelbauer nebenan, der relativ intensiv ist. Da geht es darum, einfach seine Nachbarn zu sensibilisieren und zu sagen, wir stellen jetzt um, wir wollen Biobetrieb werden, bitte beachtet unsere Flächengrenzen. Das war jetzt quasi der erste und der zweite Schritt, wie du vorhin erwähnt hast. Was fehlt dann noch? Was ist der dritte Punkt, der noch zu erledigen ist bei der Kontrolle?
Nach dem Hofrundgang schreibe ich den Kontrollbericht. Das ist dann quasi bloß noch dokumentieren, was war alles da, was hat nicht gepasst, was muss geändert werden. Genau. Ist noch irgendwas, was du einem Betriebsleiter, Betriebsleiterin mitgeben würdest, wenn die jetzt kurz vor der Erstkontrolle stehen? Also wir freuen uns über jeden Betrieb, der umstellen will. Ich würde auf jeden Fall mitgeben, dass man keine Angst vor der Kontrolle haben muss. Ja, cool, danke Lucy. Jetzt haben wir einiges an Input bekommen, wie so eine Kontrolle abläuft und wie man sich am besten darauf vorbereiten kann. Und für euch bin ich jetzt noch zu ein paar Landwirten gefahren und habe mal die praktische Sicht, was die Landwirte zur Kontrolle sagen, wie die das wahrnehmen und wie die sich auf die Kontrolle vorbereiten, mit der Kamera eingefangen. Die erste Biokontrolle war 2017. Damals, naja, hat hauptsächlich noch mein Vater gemacht, ich war noch im Studium. Ja, wir waren eigentlich schon relativ nervös, weil wir auch nicht wussten, was kommt jetzt auf uns zu. Eigentlich versucht, alles möglichst perfekt zu machen, aber ich glaube, es ist unmöglich, bei der ersten Kontrolle alles perfekt zu machen. Vor der Kontrolle haben wir mit unserem Kontrolleur telefoniert und zeitgleich dann auch mit unseren Biolandberatern. Also für den Ackerbau hat man einen und für die Milchviehhaltung hat man noch eine andere Beraterin. Dann noch mit denen durchgesprochen, was können wir vorbereiten und was müssen wir noch vorbereiten. Genau, und so sind wir da eigentlich gut durch die Kontrolle gekommen. Die erste Biokontrolle, das war ja, mein Vater hat 77 angefangen umstellen. Und da war das ganze Kontrollsystem anderes. Da war es so, dass im Prinzip die Kollegen bei einem Gruppentreffer sich umgeschaut haben und haben gesagt, da und da könnte man noch was verbessern. Und das war damals die Kontrolle, also das ganze Kontrollsystem, wie wir heute haben, das gab es damals noch gar nicht. Die jährliche Biokontrolle beginnt eigentlich bei uns schon am Ende von der letzten Biokontrolle. Ab da fange ich mir dann zum Beispiel an, die Lieferscheine schon gleich in den Ordner zu sortieren. Die Rechnungen waren bei uns sowieso durch die Buchführung schön nacheinander eingeordnet. Somit ist das eigentlich schon das geringere Problem. Ja, die Flächendaten, das wird eigentlich vor der Kontrolle dann direkt erst gemacht. Da muss man immer schauen, dass falls neue Flächen dazukommen, dass die auch wirklich immer aktuell mit drin sind im Biolandprogramm. Wir brechen dann einfach auch mit unseren Biolandberatern durch, wo jetzt zwecks den Kulturen auf den Flächen, dass das auch alles ordentlich eingetragen ist. Und dann eigentlich vor der Biokontrolle schreiben wir immer noch mal zusammen, dass man die Rechnungen dann auch leichter findet in den Ordnern. Da haben wir immer so eine Word-Liste, wo alles drinsteht. Und dass dann, wenn der Kontrolleur kommt, dass dann eigentlich zack, zack, alles schön durchgearbeitet werden kann. Ja, es ist eigentlich so, von der Kontrollstelle kriegt man ja, ich sage mal, einen Fahrplan, was alles fertig sein muss. Also Flächennutzungsnachweis ist das Wichtigste, dass das zusammenstimmt. Die ganzen Geschichten mit Lieferscheine, Rechnungen und so weiter, dass das alles entsprechend vorbereitet ist und dass man nicht suchen muss, die Zertifikate bzw. die Liste, wo die Betriebe, mit denen man Geschäfte macht, kontrolliert werden. Und ja, gut ist immer, wenn man das Ergebnis vom letzten Mal sich noch einmal anschaut, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab, was nicht ganz hundertprozentig war, dass man da noch einmal besonders hinschaut und das auf jeden Fall schaut, dass in Ordnung ist, weil der Kontrolleur schaut sich das auch an und schaut dann wahrscheinlich auch diese Schwachstellen an, ob sich da jetzt was gebessert hat. Also es wird bei mir immer wieder bemängelt, dass das Hofbild verbesserungswürdig ist. Es stehen Haufen Maschinen oft rum. Bei uns wurde jetzt einmal was gefunden. Das war ein Tierarzneimittel, was eigentlich bio erlaubt wäre. Jedoch bei Bioland sind da die Vorgaben noch etwas strenger. Unser Tierarzt hat gemeint, es wäre zulässig. Und in der alten Liste war es auch noch unter bedingten Vorgaben zulässig, aber in der aktuellen Liste nicht mehr, aber die aktuelle hatten wir damals nicht. Und in der Kontrolle ist dann beim Durchschauen von den Arzneiabgabebelegen aufgefallen, dass das Mittel angewendet wurde. An sich der Kontrolleur hat gesagt, er hat es dann gemeldet, Bioland hat es bekommen, wir haben einen Brief bekommen. Es war jetzt nichts Schlimmeres, aber ja, wir sollten halt dann, in Zukunft achtet man da doch mehr drauf, dass das nicht mehr angewendet wird. Also die Geschichte mit dem Hofbild, das wird eigentlich dann beim nächsten Mal noch einmal angeschaut. Wenn irgendwelche Verstöße sind, die, wie soll ich sagen,
noch nicht richtlinienrelevant sind vielleicht, aber in die Richtung gehe, dann kann es durchaus sein, dass irgendwann 4, 6, 8 Wochen eine unangemeldete Nachkontrolle kommt. Schlechte Erfahrungen bei der Kontrolle bisher eigentlich nicht. Also die ganzen Kontrolleure sind auch Menschen wie ich und du und man kann mit denen reden und auch die geben einem Tipps, auch wenn vielleicht gerade nicht alles 100% perfekt ist, aber sie geben Tipps, was man noch machen könnte. Es ist zwar noch kein Verstoß, aber man müsste ein wenig drauf schauen und die schauen das dann auch an und die haben auch unglaublich, was die für ein Auge haben und wie schnell die auch einen Verstoß sehen. Also ich denke, unsere Berater bereiten eigentlich die Bauern auf die Kontrolle vor, sagen denen, auf was es ankommt. Und dann, wie gesagt, von der Arbeitszeit ist es ja so, dass man da im Prinzip eine Arbeitsliste kriegt, was alles da sein muss. Und eines vielleicht noch grundsätzlich, als Bauer sollte man eigentlich keine Angst haben vor der Kontrolle, sondern die Kontrollstelle ist ja Dienstleister. Zum einen für den Verband, dass sie überwacht und kontrolliert, ob die Richtlinien eingehalten werden, dass der Verband guten Gewissens das Warnzeichen drauf machen kann, aber auch für uns Bauern. Und wenn irgendwas einmal nicht ganz in Ordnung ist, dann ist es ja, so sehe ich es, eher hilfreich für uns, wenn die Kontrollstelle uns darauf hinweist, wie wenn das irgendwann dann einmal in der Zeitung oder von einer amtlichen Stelle bemängelt und kritisiert wird und dann möglicherweise größere Konsequenzen hat. Jetzt habt ihr hoffentlich einen kleinen Rundumblick, wie so eine Biokontrolle abläuft. Ich hoffe, wir können euch die Angst ein bisschen nehmen und einen Großteil eurer Fragen klären. Falls noch weitere Fragen sind, dürft ihr sehr gerne hier unsere Hotline anrufen oder auch gerne unter dieses Video kommentieren. Schaue ich auch immer wieder mal rein, beantworte sehr gerne eure Fragen. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, da wird es darum gehen, Biomarkt. Ist da überhaupt noch Platz für Neuumstelle? Wie funktioniert die Vermarktung? Ich kann euch jetzt schon sagen, das funktioniert ziemlich komplett anders als im konventionellen Landbau. Da ist ja eher so, gut, man hat jetzt 50 Tonnen geerntet, man fährt die halt zum Landhandel, dann sind die weg. Biolandbau muss man sich da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Bis dahin macht's gut, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und Glocke zu aktivieren, weil dann verpasst ihr auf keinen Fall unser nächstes Video. Und ich finde es ein sehr wichtiges Thema, die ganze Vermarktung im Biolandbau, weil zusätzlich zur Düngung mit der Vermarktung steht und fällt der gesamte Erfolg des Biobetriebs. Ciao.